Herzlich willkommen. Nun könnten Sie ja sagen, ja prima, den Stress hat jetzt die andere Partei. Aber welche Rückwirkungen hat es denn möglicherweise auch auf die Union? Denn immerhin, die SPD ist ja jetzt immer noch der Partner, der Angedachte für eine GroKo. Ja, schönen guten Abend erstmal nach Bonn. Ich glaube, das muss die SPD jetzt erstmal selbst klären. Ich komme da mittlerweile nicht mehr hinterher, wie schnell sich Martin Schulz für etwas oder dann wieder gegen etwas entscheidet. Ich glaube, es tut jetzt dieser großen Koalition keinen Abbruch, wenn er nicht dabei ist. Aber ich glaube, die Dinge, die wir in der Union zu besprechen haben, sind völlig unabhängig davon, von dem, was jetzt in der SPD los ist. Nun gibt es ja aber noch den Mitgliederentscheid und es gibt in den nächsten 3 Wochen einen politischen Wettkampf innerhalb der SPD um diesen Mitgliederentscheid. Aber es wird auch sehr darauf ankommen, wie die Begleiterscheinungen rundherum sind. Also letztlich auch, wie sich die Union dazu verhält und dazu stellt. Was glauben Sie, müsste die Union denn jetzt tun? Ich glaube, die Union muss sich raushalten aus dem Mitgliederentscheid der SPD. Das muss die SPD ganz alleine klären. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe diese GroKo-Gegner nicht besonders, denn sie sagen, egal was in einem Koalitionsvertrag gestanden hätte oder steht, sie sind gegen eine große Koalition. Und deswegen glaube ich, ist das nicht unser Ding, sondern das muss die SPD ganz alleine entscheiden, ob sie Verantwortung für dieses Land übernehmen will oder nicht. Wir tun das auf jeden Fall in dieser schwierigen Zeit. Aber bei uns heißt das, Verantwortung fürs Land übernehmen, ja, für eine stabile Regierung und für eine GroKo, auch wenn das nicht zumindest meine persönliche Wunschkonstellation ist, aber die Frage der Erneuerung und Modernisierung innerhalb der Union, die müssen wir auch beantworten, die hat aber mit der Regierungsbildung nicht unmittelbar zu tun. Ja, aber das Thema Erneuerung und Modernisierung, das hängt ja ganz eng damit zusammen, was die SPD da gerade durchmacht. Und das Problem, dass Sie sozusagen eigentlich kein Weiter-so möchten, sondern eine Erneuerung und einen Neuaufbruch, das haben Sie ja letztlich mit der SPD gemeinsam. Was können Sie denn daraus lernen, was die SPD da gerade durchmacht? Also von dem, was die SPD gerade macht, kann man nur lernen, so geht es nicht und das schadet am Ende einer Partei. Für mich sind 2 Sachen klar. Wir brauchen jetzt Stabilität für dieses Land in dieser auch ungewünschten großen Koalition. Aber ich finde, wir müssen uns als Union fragen, mit welchen Inhalten wollen wir denn in Zukunft doch die Menschen überzeugen? Was sind unsere Ideen und welche Personen stehen für diese Ideen? Ich glaube, die Sachen muss man trennen. Also die CDU ist eine eigenständige Partei mit eigenständigen Ideen. Das muss so bleiben. Und wir schauen nicht nur auf die Regierung, wir haben einen Markenkern und dafür sind auch viele in die Union eingetreten. Naja, aber Sie haben ja schon selber auch kritisiert, dass manche Gesichter in der Aufstellung der Union jetzt fehlen für die neue Regierung und dass ein bisschen zu sehr auf Bewährtes gesetzt wird und dass Sie den Generationswechsel ja eigentlich dringend möchten. Das stimmt. Ich habe jetzt nur gerade Ihnen widersprochen, weil Sie das mit der SPD in Verbindung bringen. Die Situation in der SPD hilft uns weder noch schadet sie dieser Diskussion. Ich finde, jetzt komme ich mal zum CDU-Teil der Bundesregierung, auch da brauchen wir neue Köpfe. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Ich erwarte von der Parteiführung, dass dort auch Zeichen nicht nur bei Inhalten, sondern auch bei Personen gesetzt werden, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig. Die Stimmung ist nicht besonders gut an der Basis. Naja, Sie haben ja am 26. Februar auf dem Parteitag dann Gelegenheit, das alles auszudiskutieren. Aber welchen neuen Kopf würden Sie denn gerne sehen? Was müsste denn jetzt konkret passieren? Welcher neue Kopf könnte denn diese Situation, die jetzt gerade ja schon eine instabile Situation für die GroKo-Pläne darstellt, welcher neue Kopf könnte denn sozusagen neuen Schwung da reinbringen in die Diskussionen? Na, ich will das sogar noch weiter fassen. Vielleicht nicht nur ein neuer Kopf, sondern mehrere neue Köpfe an verschiedenen Stellen in der Regierung, aber auch in der Fraktion und in der Partei. Und wir haben ja eine breite Auswahl an Personen. Denken Sie beispielsweise an Jens Spahn, an Carsten Lindemann, an Nadine Schön. Wir haben viele Frauen und Männer, die dort Verantwortung übernehmen könnten. Und das würde ich mir auch wünschen. Und wen würden Sie dafür gerne eher nicht mehr da sehen? Naja, mir wurde gesagt, dass die Liste der Kabinettsmitglieder noch nicht stünde, dass das erst in der Entscheidungsfindung wäre. Insofern brauche ich dort keine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wer es nicht werden soll, sondern ich habe klar gesagt, wen ich mir vorstellen kann, wer gut ist. Am Ende haben wir sehr, sehr viele, auch Jüngere, die in der Lage und bereit wären, dort Verantwortung zu übernehmen. Dann sage ich für diesen Augenblick vielen Dank für das Gespräch.